Ja, das mobs mal einfach. Ich gehe mal kurz in die Hornbase und werde da mal ein bisschen upgraden kurz. Ja, hast ja genug, was du mitnehmen kannst. Oh ja, sogar auch Geschütztürme jetzt, ne? Mhm. Jetzt wird den Zombies da heiß unterm Arsch. So die Hoffnung. So die Hoffnung. Ja, ich bin ja aber schon mal froh, dass sie es schon mal so weit gehalten hat. Beim letzten Mal jetzt. Ja, wir haben überlebt. Haben wir noch 4 Tage bis zum nächsten. Genau. Los! Ja. Wir haben ja viel gedingst letztes Mal. Mission gemacht. Und das kostet ja meistens 1-2 Tage halt so. Mhm. Das ist ja normal. Aber jetzt habe ich eine Nagelpistole. Und jetzt geht das ja hier zack, zack. Der Nagelmaster. Ja, der Erdbohrer, genau. So, das kommt in die... Nee, warte mal. Jagdgewehr zu legen. Ja, sehr schön, genau. Dann kommt das da rein. Das und das. Da ist die Kugel drin. Was hast du denn? Das ist automatische Rotflinte. Oh, habe ich da noch was vergessen? Achso, nee. Nee, ist beim Händler drin, geht gar nicht. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Das sind ja alles Einzelteile, die einen irgendwann mal Stufe 6 herstellen lassen. Okay. Das heißt, die geben nämlich auch bloß 63, Credits oder so. Aber die Teile davon sind mehr wert, weil man die zum Herstellen braucht. Außer man kriegt es natürlich... So halt, ne? Geschenk so. Ja, also Feuer. Ich habe jetzt an Werkzeugen alles, was mir so lieb ist. Es war erst tatsächlich ja die Lage, so die gefehlt hatte. Jetzt halt noch eine Nagelpistole für die Melle und dann passt das. Genau. So. Aber wir gehen ja heute sowieso noch mal ein bisschen wieder questen und dann mal gucken, ob da noch was abfällt oder so. Genau. Mal gucken. Ganz der da. Genau. Geschützturm hebe ich mal auf. Dann packen wir da mal Schrotflinten-Geschützturm. Genau. 6, 7. Ja. Nee, warte. Ist das? So. Das ist so voll. Ach nein, doch nicht. Testosteron. Scheiße. Nein. 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 Keine Scheiße. Ich wüsste nichts von einer. Ich auch nicht. Also, wäre mir neu jetzt, so quasi. Die steht jetzt schief. Warum steht die schief? Ich hab die jetzt. Kann die nicht aufheben, ne? Kann ich wieder nicht aufheben, verdammt. Kannst du Code nicht aufheben? Ja, das Geschützturm kann ich nicht aufheben. Moment. Wahrscheinlich, weil Gebietsschutzblock wieder da mal. Da ist doch gar keiner, der geht doch gar nicht. Wo hast denn du die? Warte mal, wo bist denn du? Ja, eben, weil ja keiner hier ist. Deswegen kann ich ja hier nicht aufnehmen. Ich müsste hier einen hinstellen, damit ich den wieder aufnehmen darf. Das ist ja auch doof. Oh. Naja, aber wenn es so funktioniert, dann doch besser so, als das Ding kaputt machen und neu herstellen müssen. Also. Ja. Und der Gebietsschutzblock ist ja jetzt nichts, was jetzt so teuer wäre, also von daher. Ja, ich habe aber ein bisschen Angst, wenn ich jetzt weiß, wie wir beim letzten Mal, da hatte ich meinen entfernt, Melle hat ihn aufgebaut und dann war meine Hornbase plötzlich halbiert. Ja, aber wie weit ist denn der Radius von der Hornbase? Also, oder wer hat den Block denn hier hingesetzt? Du. Wessen Block ist der, das hier und dem, der hier in das Grundstück ist? Ist deiner. Meiner? Ja. Ach ja, klar, ich konnte die Dinger aufheben. Naja, dann kannst du doch drüben hinsetzen. Ja, ich meinst du, die grenzen sich dann. Oder du setzt ihn halt weiter hinten, sodass diese. Ich glaube, der ist doch 16x16, ist der doch bloß, oder? Den habe ich aufs Maximum, glaube ich, gestellt. Ich glaube, 72 oder so. Ich muss ausprobieren. Ja, aber dann müsste ich ihn ja aufheben können, oder? Warte, lass mich mal rübergehen. Also hier wird halt kein Safe Zone mehr angezeigt, deswegen denke ich mal eher weniger.
Oh, probier mal. Boah, ich da jetzt irgendwas mache. So, jetzt muss ich aufpassen hier. Ich weiß nicht, ob ich es schon geskillt habe, deshalb muss ich ja noch aufpassen. Mit den Minen. So, Nee, ich kann den nur Dings bumsen. Okay. Dann probier ich es einfach mit dem Gebietsschutzblock. Aber dann gehst du halt irgendwie, wenn du sagst 72, dann musst du halt gucken, von da, wo der ist bei uns. Dann nimmst du 72 und dann musst du halt so gucken, dass du 36 quasi weit weg gehst. Mhm. Und dann erst setzt, weil dann hast du die 72 ja wirklich umgangen. Dann dürftest du die Base nicht ab. Ja. So zu sagen, so die Hoffnung. Oh. Moment, da wollte noch einer beschäftigt werden. Ja. Alles XP-Punkte hier. Müssen wir alles ausnutzen. Die Gewehre brauchten auch Strom, ne? Ja. Ja, natürlich. Natürlich. Hallo Hühnchen. Wobei, wenn das Gewehr zwar dahin zeigt, dreht er sich automatisch um? Na, du musst durchgucken und gibst ihm an, wo dieses, diese Blickrichtungs-Dings-Geschichte. Ach, kann man also, du kannst ja. Du kannst ja anklicken, als ob du schießen würdest. Und dann müsstest du eigentlich in die Richtung gucken. Okay. Oder wie das heißt. Ja, probieren. Also erstmal wird das Ding da. Ja. Mit dem da. Nein. So. Mit dem da. Genau. Und wenn wir hier draußen mal sind, alle. Ja. Schatzi, ich weiß auch nicht. Muss da noch irgendwas runter zu dir, dass wir hier mal die Holzkisten loswerden. Oh ja, da muss noch einiges runter zu mir. Ja. Ich war ja gerade dabei, wieder zu sortieren, damit das ein bisschen Ordnung ist. Aber jetzt genau, wird ja alles in den Linken reingeschmissen. Also entweder haben wir es alles in die Rechte, hat irgendjemand rein. Nee, ich würde hier draußen gar nicht sortieren. Ich würde hier draußen gar nicht sortieren. Wir kommen nach Hause und schmeißen es nur rein und drin wird sortiert. Deswegen wäre es schön, wenn man jetzt drin... Ich habe noch 9 von diesen... Wie heißen die? Schubladen hier. In diesen Stahlwerkschränken. Melle, die zweite von rechts, also die zweite Holzkiste von rechts, ist eine Medizinkiste. Die musst du sagen, wo du das hinpacken willst. Die ist schon leer. Ach, die ist leer, okay. Gut, na dann kann die ja schon mal weg. Genau. Rechts, ganz rechts, also nein, nicht diese hässliche Holzkiste, die Stride hingesetzt hat. Dann nehme ich mir mal meine Sachen alle raus. Beziehungsweise ich nehme einfach mal alles raus. Ja, dann kannst du die ganz rechts, warte mal. Abschließen so. Nee, die kannst du wegmachen. Die hängende hier, die kannst du wegmachen, nicht die stehende. Ja. Was hast du gesagt? Das wäre toll, wenn wir von da, die da und die da noch irgendwie in die da umpacken könnten, weil dann kann ich hier nochmal 2 Stahlwandschränke hinstellen. Brauchst du? Oh nein, jetzt hören wir nichts mehr. Schatzi. Ja. Eine Kleine. Wenn du sie schon ausgegeben hast, ja. Also, ich habe mir eine Kettensäge im Spiel gekauft. Ja. Der kleine Knops mit 6 Jahren. Ich habe mir eine Kettensäge. Weiß ich nicht, das steht doch bei dir, wie viel du hast oder nicht. Ich liebe es. Okay, ich komme gleich wieder. Ja, ja. Ist es schlimm, wenn das jetzt nochmal drin ist? Du kannst es nur einmal reintun. Okay, also einmal habe ich das Bunker-Knacker-Mod. Ja. Und dann könnte ich jetzt den Eisenbrecher-Mod noch reinmachen, oder? Mit rein. Das eine ist ja zum Blablabla und das andere ist zum Eisen abbauen. Der hier verändern hat noch gar nichts drin. Da mache ich jetzt den Holzsplitter-Mod rein. So, ich bin noch wieder da. Einen Eisenbrecher-Mod drin. Webi! Hey. Schatzi? Ja. Wo stehst du eigentlich gerade? Hordenbase. Okay. Könntest du vielleicht zurückkommen. Ja. Dauert auch nicht lang. Ja, Moment. So, was muss hier raus? Die Munition muss raus. Okay. Ja, Raski, das glaube ich dir. Ne? Hab vergessen, auf Pause zu drücken. Juckt in den Finger, mir einen Zombie drauf zu jagen. Das stimmt. Ja. Aber, mein Gott, wäre halt so, ne? Ja. Raus, das kommt auch kommst du zu mir? Ich werf dir 7 Stahlschränke hin.
kannst du die unten so platzieren, dass wir diese drei, also dass wir hier einfach mal sortieren können nach innen, weil die Holzkisten sollen verschwinden. Meinst du bei mir unten in der Werkstatt? Ja, und dann muss ich gucken, ob das ausreicht oder ob wir noch welche bräuchten. Ja. Ich muss einmal um das Haus rennen, es tut mir leid. Wenn ich nichts höre. Ja, guck mal, hier habe ich ja noch 10. Ich habe ja schon so viele, jetzt habe ich 17. Okay. Weil ja. Draußen sollen die eigentlich immer leer sein. Wenn wir dann zurückkommen, dass wir immer bloß reinschmeißen. Und wenn wir dann schön zu Hause sind, einsortieren. Und dann sind sie ja wieder leer. Also draußen ist ja nie für Sortieren gewesen eigentlich. Genau. Ja, ja, das weiß ich. Das kommt aus das Raketenwerferzeug. Das kommt. Also wir haben ja eine Munitionskiste, die aber jetzt schon relativ voll ist. Aber wir bräuchten vielleicht eine passende Waffenkiste dazu. Also von oben nach unten so. Wo du sagst, oh, da hat jeder so 2, 3 drin. Oder oh, endlich hören wir wieder was. Zeugs drin, so. Ja, der Große ist schon wieder unterwegs zu seiner Arbeit, genau. Der ist schon wieder drüben angekommen. Der Elfer hat zum Busbahnhof gebracht. Wo habt ihr eigentlich meine Schilder gelassen? Da. Deine was? Meine Schilder. Ach, Schilder jetzt, ja, ja. Ja, vor der Haustür stehen eigentlich nur ein Huhn und ein Hase. Ja, ja. Die sind immer da, irgendwie so gefühlt. Okay. Ja gut, dann sortiere ich mal hier geschwind, warte mal. Mal. Quatsch, nicht verhindern. Ja, guck, sagt sie, dass das hier draußen verschwindet. Ja, ja. Warte, ich muss jetzt noch kurz da was gucken. Was war das Ding da? Da fehlt mir jetzt noch eine Bleibatterie. Die habe ich draußen. Die haben wir auf jeden Fall. Ja. Was? Da ist eine Bleibatterie. Ja, 2 Autos, also 2 Trucks, die reichen ja für uns auch. Ja, dicke. Das ist ja kein Problem. So, dann fertigen wir den mal. Genau, da habe ich jetzt mal Eisen reingepackt. Oh ja, warte mal, das mache ich anders. Nimm mit. Ah, da passt nichts hin. Da würde was hinpassen. Genau, dann machen wir hier mal die Ressourcenecke. Gut, dann muss ich nachher noch Holzschilder bauen. Weil ich muss jetzt auch noch geschwind gucken, was ich brauche, um die Sachen herzustellen beim Arzt. Und die kommen dann auch noch runter. Mhm. Und das wäre toll, wenn wir da in der Nähe von der Chemiestation noch eine. Ach Gott, mir fehlen halt die Wörter. Hilfe. Ja. Kiste, Schublade. Genau, Schublade hätten, weil dann kann ich da die Rohmaterialien reinpacken. Mhm. Danke, Marie. Bitte, bitte. Ups. Die Steine. Oh, 5. Der kann weg. Das kann er. Das. So, Stein. Warte mal. Genau, hier war ja mehr Eisen und Lehm. Genau. Das war Blei und Lehm. Dann brauche ich noch ein Blei. Blei? Ein Blei? Ja gut, ich brauche nicht so viele Ressourcen, brauche ich jetzt auch nicht. Warte mal, machen wir was. Komm. Warum will ich hier leben? Ist nicht rein. Kannst auch nicht rein. Ja, kannst auch nicht rein. Dein. So. Das nehmen wir mit. So, machen wir mal Sand. Den.
Super. Und da gleich Sand rein. Bleib. Ich habe hier noch Stofffetzen und Nägel und so. Davon habe ich noch 5 Stacks. Wie die obere Kiste? Hier oben, das ist Kruscht momentan. Okay. Genau, Kohle und Messing. Dann mache ich hier bei Eisen mache ich dann Messing mit rein. Aber Stofffetzen, aus was macht ihr eure beste leichte Kleidung? Oder du, Strider, du hast doch irgendwie so... Du machst die Militär-Dingsbums, gell? Ja, aber bisher noch nicht. Da brauche ich, glaube ich, Militärstoff. Haben wir da. Irgendwo habe ich welchen gesehen. Das weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr wo, aber irgendwo. Ja, da muss ich demnächst auch noch gucken. Okay, altes Shem-Sandwich brauche ich hier unten, okay. Du brauchst das da unten? Ach so, für die Chemie-Dingsbums da. Genau. Ja. Rotwald, glaube ich, das. Nitrat. So, machen wir da Nitrat. Und Kohle. Bio. Okay, wir müssen Bio. Kommt auch hier runter. Da haben wir noch Holz. Schatzi? Ja. Kannst du an die hintere Chemiestation? Ja. Eine Box dran wepsen hier, so. Einfach so. Einfach so. Meinst du das da unten so ungefähr? Ja. Ich sehe es nicht, aber ich denk mal, dass das passt. Ist offen? Ja. Und dann kann ich nämlich die Zutaten für Dinge reinpacken. Ölschiefer. Gedöns. Ich weiß nicht, der hat ja noch bestimmt Schilder übrig, dann kann er mir eins drüber. Momentan setzen. Noch nicht. Muss erst eine neue wieder machen. Und wieso geht wieder zu? Da ist noch Beton. Das ist eine Frechheit. Okay, machen wir das da rein. Ein bisschen so. Absolute Frechheit. Rein. So, alles verkaufen hier. 5, 5, 5. Ja. Pflasterstein. Brauchst du das in der Küche eigentlich auch, das Sandwich-Zeug? Ja, aber ich habe mir schon Zeug mit hochgenommen, mit der Zeit jetzt so. Also, so immer so 2, 3 Stacks habe ich immer oben so. Okay. Also dann können wir uns das ein bisschen teilen. Jo. Das verrottete Fleisch brauchst du nicht. Das weiß ich. Das weißt du. Ja. 50 Schilder. So. Woher weißt du das? Weil das kann ich für Dose Schem ja auch gebrauchen und für den Penner einen Topf. So, und jetzt kommst du wieder. Eklig, okay, dann lasse ich dir welche drin. Deshalb heißt ja Penner ein. So lecker, Penner ein Topf. Okay. Dann darfst du die anderen Schem und Vergammelten haben. Rifleworld, das ist doch Gewehr. Warte mal, Forge Ahead. Gut. Genau, da kaufen wir nochmal. Blub. Wiring, das ist elektrisch, das auch für den Strider. Ja. Wir haben es ja. Wir haben es ja. Traps. Guckt ihr beide mal, bitte. Ja. Okay. Unter Fertigkeiten, unter diesen Eigenschaftenbüchern. Ja. Das ist das zweite von rechts. Ob ihr da Gefechte der Stadt Band 5 habt. Jetzt? Und das Buch jetzt. So, was? Geschäfte der Stadt? Gefechte in der Stadt Band 5. Und hier. Ja. Oder? Band 5 habe ich Band ja. Ich auch. Okay, gut, dann brauche ich das nicht kaufen. Dann kann ich das noch in Gewehre investieren, ne? Also Rifle World. Weil wir haben ja eh genug Kohle und so kommen ein paar Bücher mehr zustande hier. Dann lohnt sich das wenig. Ja, der wird doch jetzt tatsächlich sein. Bist du noch unten? Nee, du bist so. Okay. Was hast du denn jetzt da hinten bei der Chemiestation eigentlich hingepackt? Noch nichts. Ich bin ja noch dran. Dann zusammensammeln, Schatzi. Okay. Sammeln. Also ich habe jetzt mal die Ressourcen hier jetzt mal verteilt. Das heißt, die Schilder da sind jetzt mal geschlossen. Mein Schild wäre noch voll. So, dann ist das nämlich schon mal wieder leer.
Munition, genau. Oh ja, Munition, die muss ich aufteilen. Mehrere Varianten. Ja, Raske, willkommen im Late Game. Strider macht Ordnung. Es geht los. Wir haben genug gewartet, ne? Ja. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo mache ich die Munition am besten, Munitionskisten am besten hin? Was denkt ihr? Munitionskisten? Ja, wo jetzt einfach Munition. Theoretisch in der Nähe von der Werkbank, oder? Weil dort ja die Dinger hergestellt werden. Okay. Da hätte ich jetzt gesagt so. Gut, also hier unten lassen. Okay. Ja, weil. Ja. Okay. Ja. Bin da aber flexibel, also. Ah, warte mal. Na, doch, das mache ich hier. Da. 7,62. Gott, die klopfen da draußen ein, an. Das ist unglaublich. Wer denn? Ein paar Zombies. Also, nee, hier beim Händler. Ach so. Wir wollen hier rein. Aber Raskir, ich hab gesagt, nö. Mhm. Raskir sagt, es wird Zeit für einen Neustart. Okay. Was für ein Neustart? Ja, wir sind im Lady Game angekommen. Nö. Nö, nicht nochmal. Und ich bin noch nicht mal fertig mit dem Haus. Ja, nee, wir machen hier keinen Neustart. Und wenn Neustart, dann nur mit der krassesten Mod, die es überhaupt gibt. Keine Zombies. Jawohl. Das ist eine tolle Mod. Keine Zombies, ne? Ah ja, die Einhörner. Ey, wir müssen eigentlich mal bestellen an den Modder. Ey, Modder, macht mal aus den Zombies Einhörner. Ich voll dafür. Nö, danke. Nö. Klopfen die denn jetzt auch noch dahin? Komm. Genau. Sammeln sie hier. Die wollen alle shoppen hier beim Händler. Du holst doch schon die Sachen da draußen raus, ne? Ja, wenn ich hier Ordnung gemacht habe. Einen Moment. Passiert nämlich nichts hier. Oh, warte mal, geht das auch vom Schild her? Warte mal. Wenn ich jetzt... Warte mal. Ja. Und dann 9 mm... Wenn ich auf ein Schild, also bei der Munition, habe ich ein Schild, oben steht 9 mm, unten auf dem Schild steht dann 7,62. Ist es für euch ersichtlich, dass der obere Schrank 9 mm ist und der untere 7,62? Ja, eigentlich schon, also. Gut. Das ist so ein Schild für Dummies, würde ich sagen. So. Gut. Also das deutsche Dummies quasi, so Schild für Dummies. So. Das ist sehr intelligent gelöst und sehr einfach, also ich finde es genau richtig. Ja, ein Schild für zwei Boxen ist doch gut. Ja, vor allem, weil die sind ja oben und unten. Ja, genau. Und es reicht ja eben dann für eins für zwei. Also ich finde es optimal. Das ist perfekt. Doch perfekt. Dann haben wir noch die 44er. Bier haben wir doch bestimmt auch irgendwo. Bier? Getränkekiste. Gell? Ja. Den trinkt ja so keiner. Aber die kann ich gebrauchen für... Verbandskasten. Ja, da habe ich es doch genau richtig. Was hast denn du hier? Wie hast denn du da hergestellt? Hallo? Gar nichts hergestellt. Das ist alles nur gefunden. Ich habe kein einziges bis jetzt hergestellt. Deshalb baue ich auch keinen Hopfen gerade an, weil. Aber brauchst du das? Nö, du hast einfach nur die Getränkekiste. Okay. Ja, nicht, dass du das für irgendein Essen brauchst oder so. Dann. Du musst ja bloß auf das Bier klicken, wenn es in deinem Inventar ist, und auf Rezepte. Ja. Dann siehst du, ich weiß es gerade nicht wirklich, muss ich gestehen. Kürbiskäsekuchen. Ah, okay. Das wäre zumindest eine Option, ja. Also, ja, wenn du mir da 10 oder 20 da lässt, reicht das ja völlig. Also mehr brauche ich da nicht. Und wir haben ja, glaube ich, sehr viel mehr. Genug. Ja. So, alles verkauft, alles umgetauscht. Der ist leer. Ich mal zurück. Den nimmt man mit zu mir. Mhm. Ah, siehst du, geschmiedetes Eisen und Stahl. Da bräuchte ich am besten... Ja, ich brauche noch so viele Kisten. Du hast zwar eine riesen... Also du hast zweimal für Rohstoff
Kisten quasi. Zweimal solche Stahldinger. Und wenn ich bedenke, dass ich locker in eine alles reingekriegt hätte dafür, da wundert es mich, dass du in zwei nicht alles reinkriegst. Okay. Also, weil du hast das geschmiedete Eisen war ja separat. In der linken von den zwei Rohstoffkisten hast du doch nur Ölschiefer drin in 1,5 Zeilen und oben irgend ein bisschen was, aber sonst nichts, oder? Die sind leer. Deshalb meine ich halt, also du hast da nur Ölschiefer drin, dann kannst du doch dort die geschmiedeten Sachen oder die Betonsachen oder sowas und in die rechte davon nur Messing, also die Rohmaterialien so. Ja. Reicht das nicht? Ist das echt zu wenig? Nein, ich habe Platz genug. Keine Sorge. Okay. Trotz der Sachen, die von oben nach unten jetzt vorwerfen. Ja, haben. Ja. Die Schränke sind so riesig. Gut, das wollte ich hören. Muss jetzt halt nur gucken, wie ich das anordne alles. Na, ich würde halt theoretisch für jede Reihe. Also einmal Ölschiefer, einmal Eisen, einmal Sand, einmal Dingens und wenn du da zwei verteilst, dann halt Betonmischung, Zement. So. Oben ja, vielleicht das, was du am ehesten brauchst, aber ja, ansonsten. Die Ressourcen sind schon verteilt. Ja, dann. Geht eher um die anderen Ressourcen mit Öl und so jetzt alles, wo ich die jetzt platziere und so. Ach, Ölstoff und sowas meinst du? Genau. Ach so. Aber das mache ich jetzt nach und nach. Ja. Ja, Benzin. Ja. Ja, wer hat denn? Oh, ja, hallo. Hallo, wer ist da? Ein zerstückeltes Huhn. Wieso? Weil war mir im Weg beim Reinkommen. Da musste das mal weggehupt werden, ups. Genau. So, dann können wir die restlichen Coins wieder reintun. So, warte mal, 9 mm. Mache ich mal da rein. Genau. Super. So, Munition haben wir ja auch schon ordentlich stecken. Oder kommt 1600 sind noch in Arbeit. Smaller. Ja, smaller. Dann brauchst du nicht oben rein und du musst nicht oben gucken, ob du was zum Lesen hast. Okay. Dankeschön. Bitte. Ach nee, ich danke schön. Ja, genau. Bin jetzt gerade am Einsortieren hier. Ja. Bisschen so die Lage checken, so. Wo du aktuell was drin hast. Warte. Okay. Hier jetzt. Okay. Ja, aber oben ist jetzt einfach noch kruscht erstmal. Ja. Oben hat kein Krusch mehr. Okay. Ich meine, da auch mal bei mir. Rein. Genau, was ich jetzt noch nicht sortiert habe. Oben ist jetzt gar kein Krusch mehr da. Weil oben will ich ja die Holzsachen auf jeden Fall weg und die Metallen sollen immer leer sein. Dass wir mal heimkommen, Platz haben. Und da kommen noch mal zwei dazu. Okay. Dann nehme ich das doch mal mit runter. Moin, Philipp. Hi. Hallo. Hey, grüß dich. 9 mm, das, nix. Da steht eine Melle. Ja, ich stehe da. Da steht warum? Ja, ich habe bloß festgestellt, du stehst da. Also stehe ich dir nicht im Weg. Nö, ich guck bloß gerade, wo jetzt was noch arrangiert wurde hier so. Falls ich wieder erwarten, was loswerden will, so. Ölschieber, okay, Beton, ja. Warte mal, Munitionshersteller, das mache ich hier direkt neben der Werkbank. Genau, da kommt das dahin. Dann kommt hier ein Schildchen hin. Ja, warum platzierst du dich nicht? Geht doch. Werkzeuge. Es kommen neue Werkzeuge. Er braucht kein Werkzeug mehr. Och, hast du eine Ahnung? So erstmal. Da rein. Da kommt noch mehr. Da kommt noch was. Da kommt noch Bücher. Ah, ja. Militärstoff. Dann tue ich den mal mit bei Krusch rein, weil. Achso. Ja. Kannst du gleich. Moment. Ja. Ich habe jetzt noch zwei, habe ich beim Händler noch mitgekauft. Und wenn du dann, die sind für Militär und für Kampfanzug und für das andere Militärding. Also für zwei Sachen gibt es das.
Jetzt werde ich wieder voll gemacht, das ist gut. Wie, du wirst voll gemacht, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich auch nicht, absolut nicht. Das war Kohle. Warte mal, Kohle.